Dann würde ich sagen, wir schnappen uns das nächste Auto. Wobei, das hier ist eher eine Schrottlaube. Ich will schon was Vernünftiges fahren. Kann man jetzt auch nicht von Vernunft sagen, aber es hält uns zumindest hier ein bisschen schneller als die alte Kiste draußen. Wo wir als nächstes hinfahren. Mal sehen, Sinclair Parish schneller, Baby. Machen wir doch das. Wieder ein Bruder tot. Ein alter Freund ist in eine Bürgerrechtskrise geraten und braucht deine speziellen Fähigkeiten. Geh hin und hilf. Triff dich mit der Stimme. Geh zum Grundstück und finde heraus, was Levo braucht. Also mit der Stimme haben wir ja schon mal zusammengearbeitet. Was für ein harter Zaun. Und zwar, als wir das Delray Hollow übernommen haben, hier mit Richie Ducey den ersten kleinen Unterboss erledigt haben. Den ersten Lieutenant. Von daher, ich helfe ihm gerne, ja. Bei schneller Baby denke ich jetzt in erster Linie, wir haben 2400 Meter, die wir zurücklegen müssen, ja, dass das irgendwas mit Autos zu tun hat. Ja, entweder ziehen wir Autos oder wir fahren hier mit schnellen Autos durch die Gegend, hoffentlich letzteres. Wir können ja auch viele Rennen jetzt aktuell fahren. Dass da was für uns rausspringt, ja. So, vom Cover her sah mir das irgendwie so aus, als hätte das vielleicht etwas mit Cassandra zu tun, wobei ich mir da jetzt noch nicht so sicher bin. Weil ich denke, dadurch, dass das unabhängig von der Hauptgeschichte ist und wir ja auch hier unsere Capos nicht zufriedenstellen können, woraufhin sie dann ein bisschen am Rad drehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass man die hier irgendwie einbindet. Sonst machst du dir am Ende den DLC kaputt, wenn du wichtige Parteien oder Nebenfiguren ausschaltest, ja. Aber wir werden sehen, ja. Wir müssen nur noch 1000 Meter zurücklegen, bis wir endlich erfahren, was die Stimme von uns will. Was Levo hier genau von mir verlangt. Wo Lincoln Clay mal wieder seine Messer schmutzig machen kann, seine Hände nicht mehr in die Unschuld raucht, sondern mit Blut seiner Gegner wischt. Das Amt des Vizepräsidenten Spiro Tiagno sagte heute, Drahtzieher der jüngsten Studentendemos in Frankreich, Deutschland und den USA seien internationale Kommunisten. Agnew erklärte, dass er die Hexenjagd auf Kommunisten der McCarthy-Ära nicht wiederholen will, glaubt aber, dass die Jugend genauestens beobachtet werden muss. Da kannst du immer leicht die Kommunistenschuhe anziehen, ne? Also, ich glaube, bei Charlie Chaplin zum Beispiel war das auch so. Irgendwann hat Hollywood ihn gecancelt, weil Kommunist oder so. Geht saumäßig schnell. Ja, das ja auch gemacht im Radio. Einfach hier als Kommunisten canceln, schon sind die ganzen Studenten Idioten, ne? Eine Schweinerei eigentlich. Also dann, was will er? Ist er es wirklich? Verdammt. Okay, sieh zu, dass du heil heimkommst, MJ. Alles okay? Nichts ist okay. Sinclair Parish. Sagt dir das was? Mieses Kaff. Jedenfalls für Schwarze. Der Sheriff dort führt sich auf in den finstersten Zeiten der Sklaverei. Wir bereiten eine Klage gegen ihn vor. Zusammen mit einem Anwalt in Washington, D.C. Er kennt Leute beim FBI. Ging's bei dem Anruf darum? Einer meiner Männer. Mein Freund Ezekiel Dandridge war dort, um Leute dazu zu kriegen, bei dem Prozess gegen den Sheriff auszusagen. Er hat Beweise gesammelt. Zeugenaussagen, Namen von Opfern. Das wollen wir alles dem Anwalt übergeben. Aber er traf auf dieses miese Dreckschwein Sheriff Walter Slim Beaumont. Ich hab's am Telefon miterlebt. Ich fahr jetzt los. Ich weiß. Ja. Okay. So spät noch unterwegs? Probleme mit dem Auto? Nein, Sir. Alles in bester Ordnung. Komm raus ans Licht und lass dich mal ansehen.
Was machst du noch hier in Sinclair? Es ist spät. Bin auf der Durchreise. So, so. Ist ja nett. Schöner Abend für eine Reise, nicht? Wen hast du da angerufen? Meine Mom. Deine Mom? Sie macht sich Sorgen. Ich habe ihr gesagt, wann ich heimkomme. Das ist aber nett. Das weiß sie bestimmt zu schätzen. Ja. Wirklich schöner Abend heute. Lass dich nicht aufhalten. Wir wollen doch deine Mom nicht warten lassen. Und wieder ein Bruder tot. Lincoln, das ist Roxy, meine Tochter. Sie kommt aus Atlanta, wo ihre Mutter lebt. Hallo, freut mich. Ich bin Lincoln. Lincoln Clay, ich weiß. Daddy, ich hab dir doch gesagt, dass ich sehr gut allein klarkomme. Es geht um den Prozess, Roxy, okay? Um Menschenleben. Ich kann kein Risiko eingehen. Ich höre, du hast der Dixie-Mafia den Arsch aufgerissen. Hast einen auf einem Riesenrad aufgeknüpft. Er hat einen Freund von mir auf dem Gewissen. Für sowas muss man eben büßen. Gegen Slim und die Dreckschweine, die ihm helfen, ist die Dixie-Mafia rein gar nichts gewesen, hörst du? In einem Team mit mir tust du, was ich sage und wann ich es sage. Ja, Ma'am. Hör zu. Fahrt nach Sinclair runter und besorgt uns diesen Ordner. Wenn ihr ihn habt, bringt ihn her. Mhm. Ich bin draußen beim Wagen. Und du fährst, mein Freund. Sie hätte Ezekiel begleiten sollen. Sie gibt sich die Schuld an seinem Tod. Ist leicht, sich die Schuld zu geben. Nur wie wird man sie wieder los? Wir erledigen das. Daran habe ich keinerlei Zweifel. Sinclair Parish? Ja, ich erinnere mich an Sinclair Parish. Nun, die Sache ist die. In damaliger Zeit waren Behörden wie der Sheriff oder die lokale Polizei absolut unantastbar. Und niemand nutzte das so schamlos aus wie Sheriff Walter Beaumont. Er setzte seine Macht ein, damit Sinclair Parish weiß blieb. Solche Orte nannte man Sonnenuntergangsstädte. Wer als Schwarzer im Dunkeln noch auf der Straße war, der war am nächsten Tag von der Bildfläche verschwunden. Eine Schweinerei, fahre nach Sinclair Parish. Den halten wir auf. Wo wollen wir mal? Das war echt ein miserabler Hund, der Kerl. Paps hat erzählt, wie ihr diese Dixie-Wichser aufgemischt habt. Was du mit Doucette angestellt hast, das war eiskalt. Hab getan, was ich musste. Das glaube ich dir. Also, wenn dich einer der Hilfs-Sheriffs in Sinclair auffordert, rechts ranzufahren, halt bloß nicht an. Die würden uns über den Haufen knallen, ohne mit der Wimper zu zucken. Die Nouveau-Dokops sind auch nicht gerade auf Kuschelkurs mit den Schwarzen. Bruder, wenn du meinen Rat hören willst, falls du Slim so ausschalten willst wie Richie Doucette, würde ich nicht machen. Für sie rechtfertigst du damit alles, was sie tun. Machst es noch schlimmer. Aber du wärst bereit, sie alle umzubringen, hm? Nein, nur die, die es verdient haben. Tja, also wenn wir jetzt die ganze Polizei an der Backe haben, das wird nicht einfach in Sinclair Parish. Also ich hoffe, wir haben da irgendeinen Plan am Start, weil wie gesagt, die Polizei lässt sie in dem Spiel hier relativ miserabel abhängen. Wird der Sheriff hier ein ordentlicher Hund werden, wenn wir den erledigen wollen?
Okay, da ist irgendwas am Rand, was da komisch lief. Der hat eine sehr lange Spur. Da wäre es fast zum Crash gekommen. Also irgendwas ging da gerade am Wegesrand ab hier. Da waren sehr, sehr viele aufgereiht. Hänge die Hilfs-Sheriffs ab. Ah, Mann, fahr! Ich probier's. Verdammt! Ich probier was! Saubere Arbeit, Roxy. Das siehst du, hier wär's wieder. Oha, da hat irgendwer den abgeschossen gerade. Vorbei da. Fahrzeugfall, löse Fahrzeugfall, den Sinclair durch Beschuss aus, um die Hilfs-Sheriffs vom Hals zu halten. Das war's dann mit unauffällig. Bring uns hier weg, noch mehr. Verdammt. Jawohl, Mann. Oha, der ist richtig reingeschlittert. Man, die steht hier überall. Sprengstoff kann ich auch fallen lassen. Ein Tutorial, das ständig eingeblendet wird. Aber ich lasse meine Explosivgeschosse nicht aus der Hand fallen. Und erst recht nicht aus dem Fenster. Also sind wir mittendrin. Das wird die ziemlich ärgern, ja. Das ist Sinclair Parrish für euch alle zum Mitschreiben. Verzeihung. Hätte ich sogar durchs Gebäude rasen können. Okay, weiter zu MJs Farm. Hat doch gut funktioniert. Fahre zu MJ. Ich hatte ja schon öfter mit Arschlochbullen zu tun, aber Alter. Die knallen dich einfach ab, sobald sie im Vergleich zur Stadtpolizei hörten die uns härter an. Die Penner spielen rassismusmäßig in einer ganz anderen Liga. Halt in der Stadt die Augen nach weiteren Bullen offen. Haben sie gerade eingeblendet, ich wollte es jetzt nur nicht wegen dem Gespräch hier zu lange vorlesen. Also die Hilfs-Sheriffs hier sind ein anderes Kaliber. Die werden direkt auf uns losgehen, wenn sie uns sehen. Heißt nochmal eine Steigerung zur üblichen Polizei. Ja, die gehen immer auf dich los, wenn du hier in der Nähe bist. Okay, Moment, da muss ich eine Brücke nehmen. Oh, war ja ein Baum. So, da komme ich wieder auf die Straße zurück. Straße nennst du das? Nein. Nicht ganz, aber... Ja, halt... Ja, Landfahrt. Landfahrt, denke ich, kürzt das Ganze gut ab. Also man kann hier immer schön über die Felder fahren. Ich glaube, da hätten wir auch die Polizisten gut abhängen können. Einfach hier einmal über so einen Bauernhof. War sein Leben lang in Sinclair. Ein weißer Junge, der versucht, was zu verändern. Vertraust du ihm? Natürlich vertraue ich ihm. Auch wenn er mehr Mut als Verstand hat. Klingt nach meinem Schlag, Mensch. Ist es das davon? Ja. Also ich hoffe einfach mal, dass er tatsächlich auf unserer Seite steht. Ja, ich meine, ist ein Zweckbündnis, so wie sich das anhört. Halte an und steige aus. Ich tu's ihr gleich, ja. Die scharfe Roxy. Dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen, Mädel. MJ erwartet euch im Gewächshaus. Grüß Lula und die Babys von mir. Wieder ein Brudertod abgeschlossen. Im Gewächshaus hieß es. Da steht aber ein Traktor davor. 10-0 als Story-Auftrag freigeschaltet. Triff dich mit MJ. Der ist tatsächlich da drinnen. Bin gespannt, was er hier wachsen lässt. Wenn sie abtauchen müssen, schick sie zu mir. Pass auf dich auf. Was für ein erfreulicher Anblick. Ja, die Schöne und das Biest. Und Lincoln ist die Schöne. Ich bin Mitch, aber alle nennen mich MJ. Und, wie war die Fahrt? Die Cops von Sinclair haben uns freundlich empfangen. Diese Arschlöcher. Seit der Sache mit Ezekiel sind sie extrem wachsam. Wann bist du zurückgekommen? Vor ein paar Monaten. Hier, mein Heimreiseticket. Hab den halben Magen verloren. Vor einem Jahr. Schrapnell? Unser Heli wurde abgeschossen. Als ich wieder aufgewacht bin, steckt ein Teil vom Rotor in mir drin. Das hilft gegen die Schmerzen. Boah, Alter. Das ist mein Bestes. Wusste dein Cop-Kumpel was über den Ordner, den wir suchen? Mickey? Ja, er sagt, Slim hält ihn auf der Wache unter Verschluss. Ich schätze, da kann man nicht einfach so reinlatschen. Nein, außer man ist unsichtbar. Die Schweine gehen auf Nummer sicher. Wohl besser, wir warten, bis es Nacht ist. Dann hole ich uns das Ding, wenn die Arschlöcher in ihren Betten liegen. Sehe ich auch so. Aber Slim ist nicht blöd. Er ist unberechenbar. Ich komme mit. 4 Augen sehen mehr als 2.
Ich warte draußen auf dich. Alles klar. Wieder ein Auftrag mit Roxy. Und MJ? Ruf deinen Freund an, den Cobb. Er soll sich krank melden. Der hat längst das Weite gesucht. Ist gut für ihn. Spitzel kann ich immer gebrauchen. Steig mit Roxy ins Auto. Dann komm mal rein, wir müssen schnell dahin, Baby. Oh, oh, das klingt nicht gut. Setze Roxy ab. Jetzt geht's hier in die Polizeistation. Beim Sheriff arbeitet nachts meist nur eine Notbesetzung. Komisch, dass du die Papiere nicht im Alleingang rausgeholt hast. Ich hab's mir lange überlegt. Aber du sollst auch deinen Spaß haben. Wie großzügig von dir. Jetzt hab dich nicht so, Lincoln. Ich behalte den Überblick von oben. So kann ich dich warnen, wenn was ist. Tja. Also ich glaube, da kommen wir echt extrem schwer rein, ohne Alarm auszulösen. Okay, bin jetzt hier oben. Gut, ich schnapp mir die Unterlagen. Wo treffen wir uns? Ich schlag mich schon zur Farm durch. Und Lincoln, halt ja den Kopf unten, klar? Ja, ja. Das tue ich seit meiner Geburt. Also teilen wir uns auf. Infiltriere das Büro des Sheriffs. Man sieht sich. Haben wir einen Kasten zum Knacken. Entschuldigung. Aber noch warte ich darauf. Du kannst mich über deinen Knopf im Ohr hören. Die Bullen im Revier werden dich ohne Zögern erschießen. Na dann. Viel Glück beim Versuch, die Papiere aus Slims Büro zu... Aus dem Weg. Tja, da hat's abgebrochen. Ich bin auf den Leib und eine Handvoll Hilfs-Sheriffs rund ums Revier. Also wenn ich da jetzt reingehe, dann ist halt direkt Alarm. Ich schau nur, wie wir da jetzt sonst rein können. Da sind halt auch zwei davor. Also wenn ich jetzt hier durchbreche, haben wir auch das Problem, wir können schnell gesehen werden. Ich probiere es einfach, feindliche Zone. Was schon unter der Motorhaube abgeht. Hast du den Wagen angefasst? Warst du drin? Dachte ich's mir doch. Vorm Ende deiner Schicht schnappst du dir gefälligst einen Lappen und wischt alles ab. Jede Stelle, die du angegrapscht hast, wird poliert und der Rest gleich mit. Das ist besser für alle Beteiligten. Die teilen sich auf. Ich bin ein bisschen vorsichtig, weil einer kommt in unsere Richtung, der andere geht ins Gebäude. Ich könnte jetzt einen kühlen Drink vertragen. Ja, der steht hier an der Hauswand. Das war knapp, ja. Ich wollte mich hier gerade so annähern. Einmal in die Kehle. Ich habe noch die Betäubungspistole aus den vorherigen Kopfgeldjagdmissionen. Sollen wir dir einhaken? Ich will Jerry sehen. Hat dir das keiner gesagt? Oh, armer Jerry. Dein kleiner Bruder ist mausetot. Und auf so eine hässliche Art. Ich habe morgen gefunden, wie er da an seinem Gürtel rumbaumelte. Das hätte dir aber auch wirklich. Keine Ahnung, wie er den Gürtel. Oh, die Gefangenen. Guten Tag, hey, die Herren. Wo zur Hölle willst du denn hin, Schneeflöckchen? Ich möchte weiter durchs Büro. Ich lasse dich einfach hier drinnen, ne? Da haben wir noch einen. Der wird gerade verhört. Beenden wir hier mal das Verhör. Also, du bist frei. Du bist mit Sicherheit kein guter Zeitgenosse, aber du kannst für Ablenkung sorgen. Je schneller du die Papiere holst, desto eher sind wir hier weg. Das ist nicht so leicht, hier durchzukommen, Roxy. Hier sind sehr viele Polizisten, die wollen alle auf mich schießen. Wieso bewegt er sich gar nicht? Ganz ruhig. Ja, keinen Alarm machen. Oh, das ist ein gutes Phantombild. Gesucht vom Büro des Sheriffs von Sinclair. Name unbekannt. Tarnnamen Green Bandit Captain Burbutt. Größe ca. 1,80, Gewicht ca. 84 Kilo, Haarfarbe braun, Augenfarbe braun. Begründung: gegen den männlichen Unbekannten existiert ein Haftbefehl. Ihm werden Rauschgifthandel, Einbruchdiebstahl und Körperverletzung vorgeworfen.
Achtung, der Verdächtige raucht nachgewiesenermaßen Marihuana und wird als unberechenbar und möglicherweise gewalttätig eingestuft. Sollten Sie irgendwelche Informationen über die gesuchte Person haben, wenden Sie sich bitte an das Sheriffbüro Sinclair. Es könnte eventuell eine Belohnung ausgesetzt sein. Aber nur vielleicht. Da steht noch einer im Gang. Okay, der ist am offenen Fenster und macht was weiß ich. Ihre Disziplin ist fast bewundernswert. Ja, nicht wahr? Das sind diejenigen, die im Krieg gedient haben. Mal sehen. Also es hieß oben, aber unten ist ja auch ein Waffenschrank und eine kugelsichere Weste. Also bislang sind wir hier noch relativ ungesehen durchgekommen. Immer mal wieder ein bisschen Alarm, aber ansonsten... Ja, jetzt ist zu spät. Nun ist alles vorbei. Zu spät und was weiß ich. Also da geht's nach oben. Dann stelle ich sie mal zu früh. Im ersten Stock. Bin auf dem Weg. Was für eine Scheiße läuft hier ab? Den hole ich mal nochmal zurück hier. Holen wir uns den. Da ist nichts zu holen. Ich nehme jetzt auch mal, wir haben nämlich immer noch die Betäubungspistole da, jetzt auch mal wieder eine Laute. Das sind wieder zwei. Man hört sie sehr schlecht. Ich kann gerne nachplappern, ja. Na gut, aber wenn mich dein alter Herr nochmal vollkotzt, übernehme ich keine Verantwortung mehr für meine Taten. Ist auch nur so lange gut gegangen, bis die jetzt hier rausgehen. Das ist blöd, die kommen beide in dieselbe Richtung. Und die Leiche liegt da drüben. Der nächste. Das war sehr wichtig, bevor die Alarm geben. Okay, sonst ist da keiner mehr. Okay, eine Automatik-Sturmgewehr-Variante. Den mache ich auch mal auf, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Heilung. Ah, da kommt doch noch mal einer des Weges. Gehe ich hier lang. Kurz aufgestoßen, reingeschlichen, abgemurzt. Was haben wir hier liegen? Beweisstück Mardi Gras Maske zu Fall Nummer 00124B. Okay, das ist unsere. Das ist eine 8 Details. Wurde am 22.01.1968 sichergestellt. War an das Gesicht des Opfers genäht. Mögliche Übereinstimmung zu Muster und Materialien von Fall Nummer 001102. Antrag des Beweisstücks zur weiteren Analyse ins Büro nach Baton Rouge zu schicken, wurde abgelehnt. Das haben sie wohl eingestampft. Okay, interessant, also die untersuchen unseren Fall, ja. Den Mardi Gras Überfall. Das war auch wieder wichtig. Ich wusste nicht, dass der noch am Schreibtisch arbeitet, so zu später Zeit noch. Also da liegt auch was drin, jetzt bin ich aber wieder ein bisschen okay, vorsichtiger. Ich seh dich. Du bist direkt bei Slims Büro. Jetzt lass die Akten verschwinden. Jetzt erstmal alles mit der Ruhe, ja? Hast du bislang auch gewartet. Jedes Mal, wenn wir uns begegnen, kann ich es kaum aushalten. Dein Duft, deine Augen, die Gefühle, die du in mir auslöst, helfen mir, die langen, einsamen Nächte mit ihr zu überstehen. Aber du musst aufhören, mir diese Zettelchen zuzustecken, Schatz. Wenn sie das mit uns je rausfinden, mag ich mir gar nicht ausmalen, was sie mit uns machen würden, bis heute Abend. Hoffentlich habe ich den hier erwischt bei meinem Schleichgang. Okay, da ist nix. Da gibt es noch eine Tür. Und da kann ich was aufmachen. Nehmen wir den Ordner mit. Eine Zigarre wäre auch nicht verkehrt. Tatsächlich? Jetzt du nicht so überrascht. Tu ich auch gar nicht. Aber es ist erst vorbei, wenn du deinen Hintern zur Farm zurückgeschwungen hast. Lebendig, meine ich. Hab ich vor. Wir sehen uns dann da. Also entkomme mit dem Ordner. Ich hoffe zumindest, da kommt jetzt keiner nach, der irgendwen ablösen will. Sonst habe ich das Problem, dass hier gleich ein wenig gebimmelt wird.
Also da geht's zur Vordertür raus. Perfekt. Brauche ich jetzt nicht mehr schleichen. Ich bin mit dem Ordner entkommen. Wo soll ich denn hin damit? Das wird mir gar nicht angezeigt. Ah, jetzt aber kehre zu MJ zurück. Stall im Revier. Wir überprüfen, okay. Ob was fehlt. Bitte sowas nicht über Funk, Leute. Ich hatte jetzt die Befürchtung, dass ein Suchradar kommt, aber es war wohl nicht so. Ich hatte es gerade gewundert, mein Radar hat die ganze Zeit in die andere Richtung angezeigt, jetzt hat er auch endlich umgeschaltet. Er biegt auch ab. Es ist hier noch ein bisschen sehr verwinkelt, ja. Ich muss hier aufpassen, mein Navi spinnt ein wenig. Sinclair Parish ist nicht so eine entdeckte Gegend, ja, die ist sehr abgelegen. Im Eiltempo nähere ich mich an. Ich muss natürlich auch auf die Straße achten. Ja, das ging ganz gut mit dem Büro. Wobei ich auch finde, wir hatten viel Glück dabei. Also das hätte häufig ins Auge gehen können, gerade als die beiden Wachmänner gleichzeitig an der Leiche vorbeigingen. Da hatte ich kurz zittern, ja, dann habe ich das Messer gezückt, danach war alles wieder in bester Ordnung. Und hin und wieder haben wir natürlich einen aus seinem Stuhl aufgeschreckt, aber bis die aufgestanden sind, haben wir das auch schon über die Bühne gebracht. Also da waren wir ziemlich flott drauf. Na endlich, ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Wieso? Habe ich dich schon mal enttäuscht? Es wundert mich immer noch, dass du es nicht vergeigt hast. Wart ab, vielleicht schaffe ich's ja noch. Slim hat was reingekritzelt und Namen markiert. Fuck. Slim hat keine Zeit verloren. Ein paar von denen werden schon vermisst. Dann sind die wahrscheinlich schon tot. Er kennt die Leute, die mit uns geredet haben. Verdammt, wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir das alles beisammen hatten. Punkt für Punkt. Und jetzt war alles umsonst. Nein, gar nichts war umsonst, MJ. Wir wussten doch, das Dreckschwein würde sich wehren. Diese Menschen sind gestorben in der Hoffnung, dass wir das durchziehen. Wir haben schließlich die Bilder, die schriftlichen Aussagen. Wir werden Slim jetzt nicht vom Haken lassen. Und? Wie stellst du dir das vor? Ich warne alle auf der Liste, sie sollen aus Sinclair verschwinden. Tja, und dann? Nehmen wir uns Slim vor und machen diese ganze Drecksbande fertig. Also arbeiten wir die Liste ab. 10 Doppel-Null abgeschlossen.